Unverkennbar, es ist Grefrath. Es ist zwar noch nicht Kreisstadt, es liegt im Kreis Kempten-Krefeld, aber was nicht ist, kann ja noch werden. Regennass sind die Straßen, das Wetter meint es gar nicht gut mit uns, aber wir gehen hinein in den Ort, sehen den rasenden Verkehr und die lieben Menschen uns entgegenkommen. Könnten wir wohl diesen Film über Grefrath besser beginnen als dort, wo alle Fäden zusammenlaufen, die in Grefrath gesponnen werden. Dort beim Rathaus. Das Wappen der Gemeinde und hier der Plan der Gemeinde. Dort sitzt der Gemeindedirektor. Herr Dr. Müllenbusch ist wie immer stark beschäftigt. Das Telefon klingelt. Viel gibt es dort zu tun. Und Fräulein Schnitzler hat bereits wieder neue Arbeit gebracht. Aber nicht nur beim Gemeindedirektor selbst wird gearbeitet, auch in allen Räumen, besonders beim Wohnungsamt. Auch hier wird telefoniert. Und das ist die beliebteste Abteilung im ganzen Rathaus, die Finanzabteilung. Besonders, weil dort die vielen Steuerrückzahlungen vorgenommen werden. Überall wird telefoniert. Im Standes- und Fürsorgeamt sehen wir Herrn Buckenhüskes. Und auch Herr Driessen schreibt sich bekanntlich immer die Finger wund. Seine Gattin hat das gar nicht gern. Man hat sich schon die Jacken ausgezogen. Es geht heiß her im Kassenraum. Brigitte schaut jetzt auf den Kassenrendanten. Und Heinrich Flori, der zahlt jetzt tatsächlich Steuern zurück. Er hinten kann es gar nicht fassen, dass er so viel wiederkriegt. Und das machen die jeden Ersten. Herr Amtmann Reifen hat den Haushaltsplan vor sich liegen. Ja, und darin ist auch der Neubau oder der Erweiterungsbau des Rathauses enthalten. Inzwischen ist ja der hehre Bau schon längst fertig geworden und eingeweiht worden. Die Maurer machen am liebsten Pause, das sieht man. Na, Matthias will das Ding nicht? Na mal los. Na, so, nochmal so. So, nee, versuch's doch nochmal rechts. So, ja. Nee, will nicht, was? Nee, muss irgendwas kaputt dran sein. Oh, da ist kein Benzin drin, kann auch möglich sein. Aber dann geht's los. Doch wir gehen weiter, sehen die schönen Anlagen von Grefrath. Hier ist das Ruheplätzchen für die alten Leute. Und hier im Grün und bei den vielen Blumen, die dort blühen, kann man wirklich seinen Lebensabend oder seine Lebensnachmittage recht schön genießen. Viele fleißige Hände sind dabei, hier alles in Ordnung zu halten. Sehen Sie, und das sind die Gemeindearbeiter.
Es ist schon manchmal einer dabei ins Schwitzen gekommen. Natürlich ist das nicht immer so. Es gibt auch Tage, an denen sind sie ganz besonders schnell. Und hier schon ein Beispiel dafür. Ja, der gute Franz Leder, der denkt, nicht nur mit dem Kinderwagen geht's hin und her, auch mit diesem Ding geht's recht gut. Und der Wegemeister schaut jetzt den Weg entlang, den auch wir entlang gehen, weiter zum angrenzenden Haus. Aber auch die Bahnstraße gehen wir entlang. Herr Tönnissen kommt an, bei dem ist alles im Eimer. Und sie wundert sich, dass die Männer Kartoffeln holen. Aber nicht nur Kartoffeln gehören ja zum Mittagessen, sondern auch alles andere, was so im Garten wächst, blüht und gedeiht. Dicke Bohnen, der ist nicht im Garten gewachsen. Tja, sagt sie sich, so möchte ich auch mal gefahren werden. Alles parkt, ein DKW neben dem anderen. Es scheint doch wohl hier die Mütterwiegestunde zu sein. Vielmehr die Säuglingswiegestunde. Die Mütter wissen ja, wie schwer sie sind. Bei der Fürsorgerin. Hier im Haus in der Schulstraße warten nun die jüngsten Einwohner von Grefrath darauf, dass sie nicht zu leicht und nicht zu schwer empfunden werden. Also wir brauchen wirklich keine Bange, um die Filmstars zu haben. Das wird mal ein Sänger. Fräulein Glowania geht hinaus und holt wieder neue Kinder herein mit ihren Müttern. Frau Dr. Schäfer betreut die Säuglinge, wie es sich gehört. Aber das ist dann die nächste Stufe. Wir kommen zum Kindergarten. Und da sehen wir die aus den Windeln herausgewachsenen. Aus den Kinderschuhen sind sie natürlich noch nicht heraus. Und wir sehen, es ist ein wirklich fröhliches Völkchen. Ja, die vielen Helfer dort. Die jungen Damen bringen noch das eine oder das andere in Ordnung und dann scharrt man sich auf dem grünen Rasen zusammen. Erwartungsvoll blickt man nun auf den großen Kasten, den hier Fräulein Anni bringt. Was ist drin? Kasperle-Figuren. Thank you.
Ja, wenn man das so sieht, es gibt wirklich viele Kinder in Grefrath. Wo die wohl alle herkommen? Da ist schon das Theaterchen aufgebaut und das Kasperle schaut heraus, zur Freude der kleinen Zuschauer. Für die schon etwas Größeren sind im Kinderhort viele interessante Unterhaltungen bereit. Aber wir gehen schon wieder weiter. Hier sehen wir den Neubau der evangelischen Kirche. Und im Hintergrund singt der evangelische Kirchenchor. Hier fahren wir über die Vancomer Straße und schon sind wir in der Fingarder Straße beim Hause Brüden angelangt. Sie macht nicht etwa Musik, sondern sie dreht die Markisen hoch, damit wir einen Blick in die Schaufenster werfen können. Aber auch einen Blick hineinwerfen wollen wir in den schönen Verkaufsraum, wo viele schöne Waren angeboten werden. Brigitte sucht wieder das Richtige aus für sich. Sie sagt, haben Sie nicht ein bisschen was Durchsichtiges? Mehr Stoffe werden hervorgeholt und er denkt sich, wer soll das bezahlen? Was nützt mir der ganze Anzug, wenn ich nicht den passenden Binder dazu habe? Herr Miekin von der Sonne, geh du ruhig weiter im Regen. Wir gehen auch weiter, das heißt, gleich gegenüber haben wir eine fröhliche Gesellschaft, die vor der Tür steht. Wer kennt es nicht, das Café Garz? Alles kommt vor die Tür. Kinder, lasst die Brötchen nicht anbrennen. Aber die Damen sagen, wir lassen nichts anbrennen. Die Milch ist da. Und wenn die Milch da ist, freuen sich die Säuglinge. Aber weiter gehen wir. Und weil es draußen so regnet, gehen wir auch hinein, sehen die große Kasse. Und von den Würsten gibt es bei Weidenfeld eine ganze Menge. Das wissen die Kunden und freuen sich immer wieder, dort so gute Dinge einkaufen zu können. Hier ein bezeichnendes Bild dafür, dass es auch noch Rindviecher gibt in Grefrath.
Heinrich Domes hat sein Vieh in den Melkstall getrieben. Und es ist Zeit, die moderne Melkmaschine hervorzuholen. Ja, früher brauchte man 4 Hände, jetzt setzt man 4 Schläuche an. Tja, man soll die Pfeife nicht ins Korn werfen. Nein, das heißt nicht die Pfeife natürlich, sondern man sagt ja die Flinte. Und deshalb kommen wir jetzt auch gleich zu den Jägern. Hier ist eine richtige Treibjagd im Gange. Ja, Hirsche waren da natürlich nicht zu schießen, aber dafür sammeln sie sich jetzt, um die Tontauben abzuschießen. Und da haben sich schon wirklich manche meisterlich drin bewährt. Das Horn wird geblasen und dann schießen sie los. Aber wir gehen schon wieder weiter. Denn Grefrath ist ja so groß und so viele Vereinigungen wollen uns etwas aus ihrem Treiben zeigen. Und wo kommen wir hin? Zum Reiterverein. Auf den schönen Pferden zeigt uns jetzt der Reiterverein Graf Holk sein Können. So ziehen die Pferde durch die Bahn und auch hier ist wirklich für den Nachwuchs gesorgt, wie man sieht. Als Förderer des Vereins hat sich ja Franz Könnes besonders hervorgetan. Er leitet hier die Übungen. Aber die Krone des Pferdesports ist natürlich das Springen. Und da geht es über die Hürden, über die Hindernisse. Besonders aber offenbart die Zeitlupe die Eleganz dieses schönen Sportes. Nicht zu Unrecht sagen die Reiter, das höchste Glück dieser Erde liegt auf dem Rücken der Pferde.
Und hier etwas ganz Geheimes, zum ersten Mal gezeigt, die Vorübungen für die nächsten Olympischen Reiterspiele. Ja, und die Zuschauer wundern sich. Aber wer Angst hat, vom Pferd zu fallen, der schafft sich ein Motorrad an oder ein Auto. Und hier wechseln wir über zum Motorsportverein. Ja, auch beim MSC gibt es Hindernisse zu bewältigen. Und auch hier ist es schon manchmal eine rechte Kunst, zwischen so eng gestellte Flaschen sicher und ohne etwas umzuwerfen hindurchzufahren. Die haben wahrscheinlich den Pferden doch etwas abgeguckt dort. Vorsicht! So! Na, hat ja mal wieder geklappt. Was hat denn jetzt der August vor? Kommt so langsam an, mit 2,5 Kilometer in der Stunde. Na, 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 das Rad wird abgegeben. Was denn los? Achtung! Und jetzt eine artistische Glanzleistung gleich hinterher. Na bitte, da liegt er, da sitzt er. Und da die Karawane der Autos. Unter der Anführung von Ernst Reinhardt setzt sich jetzt die Motorkolonne zur großen Rallye in Bewegung. Und es ist doch sehr gut, dass neben dem Motorsportverein auch ein Krankenhaus in Grefrath existiert. Weiter durch die regennassen Straßen. Und das ist das Haus, in dem man dauernd im Druck ist. Hier sehen wir Herrn Heitzer an seinem Heidelberger, an seiner Druckpresse. Hier wird gerade die Festschrift für das Jubiläum des Musikvereins gedruckt. Aber auch andere wunderbar ausgeführte Drucksachen werden hier angefertigt. Auch eine Leihbücherei ist hier im Hause. Und wer noch nicht lesen kann, der lässt sich ausfahren. Aber der hat wenigstens schon Verständnis für einen schönen Hut. Schöner Junge. Kann auch ein Mädchen sein, das kann man von außen immer so schlecht erkennen. Und wenn sich die Kinder
schmutzig gemacht haben, weg mit der Wäsche zur Resolut-Reinigung. So resolut wie die Reinigung, so ist auch die junge Dame, die dort hier alles auf dem Ständer hängt. Weiter gehen wir die Hochstraße entlang. Wieder sehen wir den Verkehr, der durch die Straßen braust. Und dein Freund, dein Helfer. Und hier eine Mischung zwischen Sara Leander und Gina Lollobrigida. Am alten Markt sehen wir die Marktdrogerie. Es ist eines der ältesten Häuser im Ort. Auch hier hineingeworfen einen kurzen Blick. Der passende Lippenstift für jeden Teint. Ja, es ist manchmal gar nicht so einfach, hier das Richtige zu finden. Das heißt, finden kann man es schon, bloß wer die Wahl hat, hat die Qual. Auch hier kann man sagen, wer die Wahl hat, hat die Qual. Denn auch für die Zimmer das richtige Tapetenmuster auszusuchen, ist manchmal nicht so einfach. Aber hier wurde mit viel Geschmack eine schöne Kollektion aufs Lager gelegt. Und hier kann man gut einkaufen. Daneben das Haus Kempkes, das Vereinslokal des Musikvereins, wo man gut speisen kann. Und gleich daneben noch ein Café, das Café Dutheil. Behagliche Räume laden zum gemütlichen Aufenthalt ein. Von hier hat man ja auch den schönen Ausblick auf den Marktplatz. Im Sommer ist natürlich Eis besonders begehrt, bei Jung und Alt, besonders bei Jung. Weiter in der Reihe der Geschäfte am alten Markt. Das Textilhaus Topofen lädt auch mit gefüllten Schaufenstern zum Kauf ein. Und es will auch verstanden sein, diese geschmackvollen Dekorationen herzustellen. Hau dir nicht auf den Finger, Mädchen, sei vorsichtig. Hau lieber auf den Rock. Zu einem Sonntagsbesuch gehört nicht nur ein schönes Kleid, sondern auch ein schöner Blumenstrauß. Im Blumenhaus Lauria finden Sie alles, was Sie für den festlich gedeckten Tisch oder zum Festgeschenk benötigen. Das ist nicht etwa die Blume von Hawaii, die schöne Perle, sondern das sind weiße Nelken aus Grefrath. Hauptbahnhof Grefrath. Die anderen Bahnhöfe schenken wir uns. Das ist gar nicht so einfach, so eine Weiche zu stellen, wenn die so hart ist. Inzwischen ist der Bahnhof erweitert worden und es halten ja demnächst sogar D-Züge hier. Da fährt der Zug ab. Über die Gleise,
in die weite, weite Welt nach Kaltenkirchen. Am Bahnübergang sehen wir Herrn Dr. Gooden zum Bahnhof eilen. Gleich hinter ihm folgt der Sanitätswagen der Sanitätskolonne Gräfrath. Die Helferinnen und Helfer des Deutschen Roten Kreuzes bemühen sich, die Verwundeten aus dem Waggon zu holen. Nach der Übung ist ein Eigenbahnunglück auf dem Bahnhof Gräfrath passiert und unter der Leitung von Sanitätsarzt Dr. Gooden sind die Sanitäter dabei, die Verwundeten auf die Bahr zu legen. Der Senior, der Sanitäter Johann Lackmann, beobachtet kritisch diese Übung. Behutsam tragen Sie die Verletzten nach draußen. Hier wird Herr Dr. Gooden Ihre Verbände kontrollieren. Jeder Handgriff muss hier sitzen, damit schneller Hilfe gewährleistet ist. In einen Spezialkrankenwagen werden die Bahren hineingeschoben. Und wenn wir jetzt bisher an dem Tempo der Sanitäter merkten, dass es sich um eine Schauübung handelte, so werden wir gleich sehen, wie schnell unser Fahrer mit dem Wagen von dannen braust. Kaum sitzt er am Steuer und schon braust der neue Wagen ins Krankenhaus. Hier gibt es nicht etwa Cox Orangen, nein, hier gibt es Benzin. Sehen Sie, das sind die Leute, bei denen Sie in Gräfrath was gepumpt bekommen können. Aber dafür müssen Sie dann bezahlen. Der Kundendienst läuft auf vollen Touren. Und besonders viel Mühe geben Sie sich immer mit dem eigenen Wagen. Da wird sogar der Ölstand im sauberen Lappen gemessen. Aber auch die kleinen Kunden werden betreut und gut bedient. Hier lassen Sie nun einen hochgehen. Und der Hennis schaut zu, stößt nochmal richtig dran. Stoß nicht runter, sei vorsichtig, Hennis. Stoß nirgendwo an. Aber alle wissen es. Cox Hennis, überall in Deutschland, Ihr guter Nachbar. Hier sind die anderen Nachbarn. Gegenüber sehen wir die Brieftaubenzüchter. Und damit die Brieftauben auch immer wieder zurückkommen, haben sie ihren Verein Heimatliebe genannt. Hier sehen wir nun, wie eine solche Brieftaube beringt wird. Dann zurückkommen die Tauben zum Schlag.
registriert diese Kapsel genau die Ankunft auf einer unbestechlichen Uhr. Noch ein Täubchen. Und da stehen die ganzen Täuber, setzen ihre Körbe zusammen. Gleich kommt der große Augenblick, die Schläge öffnen sich und hinaus geht es wie Lützows wilde, verwegene Jagd den heimatlichen Schlägen zu. Aber vorher wird natürlich noch eine Ehrenrunde über den Markt geflogen. Tja, da sind sie, sagt er, und der guckt hin. Und die gucken auch hin. Und der guckt hin. Sie gucken alle hin. Warum sollen sie auch nicht hingucken? Ja, und wer Angst hat, dass ihm seine Tiere wegfliegen könnten, der kann ja mit seinen Tieren auch auf der Erde bleiben, wie zum Beispiel der Kaninchenzuchtverein. Da sind die Hasen. Das sind weiße Wiener, das sind keine Würstchen, das sind Kaninchen. Und das sind die belgischen Riesen, sehen aus wie eine Kreuzung zwischen Kaninchen und Dackel. Ist aber nicht so. Wunderschöne Exemplare. Noch eine Kiste. Immer mehr holen sie herbei. Und immer wieder wird voller Stolz gezeigt, welche Zuchtergebnisse dort hervorgekommen sind. Und hier nun einige Musterübungen. Und es ist doch gar nicht so einfach, diesen lebendigen Tieren solche Übungen beizubringen. Mit diesen Tieren haben sie sich diesen schönen Preis, diese Preise erwerben können. Und man muss sagen, das mit Recht. Da stellen sie sich noch einmal auf zur Gruppenaufnahme. Na bitte. Ja, nee, der fühlt schon mal nach, ob der schon dem schönen Kaninchenhaare wachsen, aber das ist nicht der Fall. Das ist ein echter Menschenpelz. Mädchen, fahr kein Kaninchen tot, sei vorsichtig. Das ist ein Hund, das ist kein Kaninchen. Und sie hat das Buch gelesen, wie werde ich Filmstar, fett mit der Schürze, sagt sie sich, schön muss man sein, man sieht doch schön aus. Dann rauf, auf dem Roller, so, wunderbar, ja, und wenn man dann irgendwo gegengefahren ist, dann kann man sich einen neuen Roller beim Fahrradhaus Bohnen kaufen. Da sind wir schon. Herr Bohnen ist ja wirklich ein Fachmann, denn er ist ja selbst lange Zeit Rennfahrer gewesen und hat so manches Rennen bestritten. Selbst in der Tour de France war er vertreten. Als Zuschauer. Musik.
Hier noch eine alte Aufnahme von der Tour de France, gemacht in Brüssel. Gegenüber bei Buckenhüskes hat sich eine muntere Gesellschaft zusammengefunden. Und das heißt, hoch die Tassen, die Gläser. Na, der Mann, Prost. Doch, was ist das? Was ist das? Wo wollen die hin? Wollen die etwa zum Hamstern? Sie ziehen hinaus in die dunkle Nacht in Richtung Mühlhausen. Sie haben es uns nicht verraten. Aber wir gehen auch weiter und sehen hier die Bäcker. Sie haben sich zu einem kameradschaftlichen Treffen außer Konkurrenz zusammengefunden. Nachdem Einigkeit über die Brotpreise erzielt wurden, geht man langsam zum munteren Teil über im Gasthaus Garz. Na, sehen Sie. Dabei ist es bei Schumelgers, aber das macht denen gar nichts aus. Nach dem 14. Glas Bier wissen die sowieso nicht mehr, wo die sind. Ach, wie sie schaut. Sie hat sicher auch schon mehr als einen Eierlikör hinter sich. Sie hält sich hinten fest. Und dann heißt es wieder Prost. Na, wohl bekomm's. Na, trink doch schon, Junge, trink doch schon. Halt nicht so viel lange reden, nicht wahr? Der steht auf, damit es besser läuft. Hoch heißt es, hoch, hoch das Brot, hoch die Preise. Das wollen wir nicht hoffen. Ach, da waren die also. Die haben ihre Frauen abgeholt, die waren zum Kegeln oder zum Ausflug. Die Nachbarschaftsgemeinschaft Bruckhauser Straße. Und hier sitzt nun ein Nachbar neben der Nachbarin. Fröhlich geht's zu. Aber bei den Damen scheint schon den ganzen Tag fröhlich zugegangen zu sein. Sie muss immer was haben, was um den Finger wickelt. Tja, solange noch nicht die neue Straßenbahn gebaut ist, müssen die Männer die Frauen abholen. Ja, Franz, sing du ruhig, sing, du singst so schön und so laut und so lange. Ja, und wirklich fein, nicht? Das ist der nachbarschaftliche Nachwuchs. Beide schon ganz schön nachgewachsen. Und immer höher schlagen die Wogen der Stimmung. Aber dann muss es auch mal auf den Heimweg gehen. Und da kann man wirklich sagen, voll beladen schwankt der Wagen. Nicht nur der Wagen. Ein bisschen näher ran, dass ich dir was sagen kann. Ganz was Schönes, das geht uns beide an. Ja, während die einen die Feste feiern, wie sie fallen, ist dieses Fest schon lange vorbereitet gewesen. Wir kommen hinein in die Brautgesellschaft zur Hochzeit von Josef Hasselmann und seiner Frau. Natürlich mit seiner Frau. Auch hier scheint es schon recht munter zugegangen zu sein. Ja, Prosit. Und das ist der schmucke Papa.
die Küchenfeen kommen hereingeschwoben, geschwebt mit der notwendigen Stärkung. Denn auch Hochzeit machen macht hungrig. Ja, im Bürgerhof bei Schumacher, da kann man gut feiern. Aber auch Möbel gehören ja bekanntlich zu einer Hochzeit. Gut bedient ist man stets im Möbelhaus Stinkes. Ja, wenn man so schöne Möbel sieht, da kriegt man doch wirklich Lust ans Heiraten. Vom Wohnzimmerschrank zum Ehebett, von der Couch bis zum modernen Sessel, alle Einrichtungsgegenstände bekommen Sie bei Stinkens. Besonders die neuartigen modernen Küchen erregen die Aufmerksamkeit manches Kunden. Und wenn der Johannes nicht gerade singt, dann verkauft er Möbel. Nee, sagt er, da ist kein Holzwurm drin. Das wird ohne Fett geliefert. Tja, und später dann? Dann heißt es für die Kinder auf einmal, der Weg zur Schule muss angetreten werden. Und 9 lange Jahre drückt man dann dort die Schulbänke. Aber in dieser modernen Schule, da macht das Lernen doch Freude. Der Durst, der lässt die Zunge raushängen. Und die haben Wissensdurst. Deswegen gehen sie schon nach Hause. Wollen wissen, was im Kochtopf ist. Da liegt der große, schöne Komplex der Schulbauten. Ja, eine kommt immer zu spät. Muss nicht immer dieselbe sein. In diesem Seitenflügel ist noch die evangelische Schule untergebracht. Die Lehrerin eilt hinein ins Haus. Hier sehen wir die weitläufigen, schönen, hellen Flure. Die mosaikgeschmückte Stirnwand. Mit den fantasiereichen Dingen für die Kinder. Aber hier in den Klassenräumen wird ernste Schularbeit geleistet. Man hat auch hier in der evangelischen Schule die moderne Form des Teamunterrichtes gewählt. Und Herr Lehrer Ehlers scheint mit seinen Schülern und Schülerinnen zufrieden zu sein. Und sie ist mit ihrem Lehrer zufrieden, das sieht man. Neue Seiten aufziehen, der blättert um. Und hier die zeichnerischen Fähigkeiten. Es werden auch die schönen Künste bei den jungen Leuten von Grefrath gepflegt. Dann geht man hinaus zum fröhlichen Spiel.
Schöne Blüten sind dort und auch dort hinten die anderen Knöspchen und Knospen. Ja, ob die nun hochfliegen da bei diesen Bewegungen, das weiß keiner. Aber eins merkt man schon, die Jungen und Mädchen wissen schon ganz schön mit den modernen Rhythmen umzugehen, vom Hula-Hoop bis zum Rock'n'Roll. Man klatscht in die Hände, dann dreht man sich wieder. Na, die Mädchen können ja besonders gut klatschen. Hier nun im großen Bau die schönen Aquarien. Da hätte Hans Haß sogar seine Freude dran gehabt. Die Süßwasserfische hier sind ein besonderer Stolz der Schule. Aber da sind wir schon hineingegangen und auch hier sehen wir kleine, stolze Mädchen, stolz auf ihre Fertigkeiten beim Handarbeitsunterricht. Lehrerin Hillen gibt noch die Anweisung, denn die kleinen Fingerchen wollen doch noch nicht immer ganz so, wie das kleine Köpfchen es will. Die Jungen haben sich mehr für die handfesten und praktischen Arbeiten interessiert und dafür ist eine schöne, modern eingerichtete Werkstatt im Keller des Hauses eingerichtet worden. Nicht fallen lassen und bringt Milch und Kakao in die Klassen. Und hier bei den ABC-Schützen sehen wir nun, wie sie sich alle freuen, dass sie ihr Tischtuch oder ihre Serviette ausbreiten können. Es ist wirklich eine Freude zu sehen, wie sittsam die Kleinen ihre Frühstückspause vollbringen und wie schön sie dort gelernt haben, sich auch beim Essen nett und ordentlich zu benehmen. Die Kleinen nehmen selbst die Verteilung vor und sie sind mit Eifer dabei. Und hier sieht man, wie sich wirklich doch auch noch die Kleinen so recht nett bedanken können bei ihren Kameraden fürs Ausgeben der Flaschen und der Strohhalme. Knickschen, so ist schön. So, der macht auch einen Knicks, das macht nichts. Ja, da kann man wirklich nur sagen, guten Appetit. Und Appetit haben sie alle, das sieht man. Auch auf dem Schulhof herrscht inzwischen buntes Treiben. Zwar regnet es ein wenig, aber das stört ihn nicht.
Sie wollen Ihre Viertelstunde Pause draußen beim frohen Spiel und Tollen verbringen. Während die Kinder draußen im Regen stehen, ist das Lehrerkollegium auch im Lehrerzimmer zum Frühstück versammelt. Sie haben eine kleine Konferenz, die Herr Rektor Stockmann leitet. Scheint eine fröhliche Konferenz zu sein. Wahrscheinlich geht es darum, ob man den Kindern schon Witze erzählen soll. Sparsamkeit ist den Jungen nicht etwa angeboren, aber sie haben doch erkannt, dass es wertvoll ist, sich schon in der Jugend ein Sparkonto anlegen zu lassen. Dafür ist das Schulsparen da. Aber besonders sparsam ist es ja immer mit der Pausenzeit bestellt. Und wieder stellt man sich auf, wieder heißt es hinein zum Unterricht. Hinein zu neuem Lernen. Aber da gehen wir auch schon wieder weiter. Blick hinaus auf die Felder, auf das wogende Korn und sehen schon die Kartoffelkäfer bei der Arbeit. Nein, die Kartoffelaufsammler. Wieder wird der volle Korb ausgeleert auf die Waage und dann geht's in die Säcke hinein. Dort stehen sie nun und warten darauf, abtransportiert zu werden. Aber da steht etwas anderes, ein Wegweiser, der uns nach Finkrath weist. Wir kommen hin nach Finkrath. Wir gehen hinein und sehen wieder den Milchwagen. Ein anderer Milchwagen ist es zwar. Vorsichtig, meine Dame, lassen Sie nichts fallen. Blick auf die alten Schule und nun einen Blick hin zum wunderschönen Strandbad an der Nette. Und da ist der nette Postbote. Und im nette Strandbad selbst die netten Strandbädler, die netten Knaben und die netten Mädchen. Das ist nicht nur Waldfrieden, das ist sogar schon Heidefrieden und Wasserfrieden. Und die schließen jetzt Burgfrieden wahrscheinlich dort. Hier ist wirklich ein Platz, an dem sich die Grefrater und die Finkrater austummeln können, wo sie Erholung finden in Licht, Luft, Sonne und Wasser. Sie kontrolliert die Eintrittskarten. Und die haben keine, die gehen ins Wasser.
Das sind die Wasserscheuen, die gehen langsam rein, weil sie nicht wissen, wie kalt es ist. Wie kalt es ist. Der kommt schleunigst wieder raus. Ja, es ist eine Schulklasse hier. Die mit Herrn Lehrer Simpelkamp, der jetzt auf dem Brett ist, beim Baden ist. Vorsichtig. Und mit Köpfer hinein. Wunderschön hinein. Und wieder hinaus. Es war ein Hering. Und jetzt kommt noch eine Ölsardine. Auch ein flotter Fisch. Man kann natürlich dort auch Getränke zu sich nehmen oder im Schatten der Bäume ruhen. Es ist für alles gesorgt, sogar für die Hühner und die Hähne. Jetzt kommen wir zu dem anderen jungen Geflügel. Da ist die Schule Finkrath, die schöne neue Schule. Hier regiert der Hauptlehrer Spätmann. Das sind die späten Mädchen. Auch hier geht es fröhlich zu, sie haben sich an die Hände genommen und spielen all die alten Spiele, Dornröschen und die sieben Raben oder der Wolf und die böse Schwiegermutter und was wir früher alles so gespielt haben. Na? Wer soll nur? Ne? Sagen Sie, wir hüpfen lieber, nur hüpft man nicht übereinander, das war vorsichtig da. Hier liegt die eine der anderen in den Haaren, aber es geht dabei doch recht friedlich zu, wollen wir annehmen. Ja, die denkt, bei mir geht's nicht, meine Haare sind weg. So lange Zöpfe noch, das ist fast noch selten heute. Und da die alte Lehrerin, Frau Schoppmanns. Ein Drahtrelief und der schöne, moderne Brunnen der Schule mit dem gelben Wasser. Ein Stück hinaus, noch ein beschauliches Plätzchen, der Niershof. Dieser alte Adelssitz liegt malerisch umgeben von Bäumen und von dem schönen Gewässer des Niersbruches. Dort blühen die Wasserrosen und das schöne helle Haus spiegelt sich im Wasser wieder, zu der diese Brücke hinführt. Ja, einen schönen Haarschnitt hat er. Und wieder ein Stückchen Landwirtschaft.
und wieder ein Stückchen Straße, die wir entlang fahren. Zurück nach Finkrath hinein. Kommen wir zu der alten Pfarrkirche in Finkrath. Der schlichte Bau im romanischen Stil reckt er sich empor. Wir schauen auf den Altar. Auf eine schöne Madonnenfigur und hinten ein kostbares Fresko. Es ist neueren Stils und dient als Ehrenmal. Auch hierhin wollen wir einen Blick werfen zu dem Kriegerdenkmal, das die Schulkinder aus Findlingen gesammelt und zusammengestellt haben. Aber weiter gehen wir schon wieder die netten Briefträger und die netten Damen, die die schönen Briefe empfangen. Muss eine lustige Nachricht gewesen sein. Einige sind etwas schüchtern, aber die älteren Damen sind nicht schüchtern. Nein, sie stehen vor der Tür und er guckt mal nach, wo die andere geblieben ist. Man steht vor der Tür, einige stehen oben, andere unten und das ist ein Hund. Die ersten Hochhäuser entstehen. Ja, fallen Sie mal runter, dann wissen Sie, wie hoch die sind. Zaungäste sind da. Und das ist der Zaunkönig. Auch zu der jetzt neu renovierten Kreuzkapelle wollen wir schnell hinfahren, sie uns ansehen. Kleines Mädchen aus dem Fenster. Komm weg, sagt sie, die Filmkerle sind im Ort. Wieder rasender Verkehr auch in Finkrath. Und wir schließen uns jetzt dieser schnellen Dame an. Verlassen Finkrath, sehen es hinten am Ende der Straße verschwinden. Biegen in die Vancomer Landstraße ein, die uns zurückführt nach Grefrath, zum Vorort von Finkrath. Dort sehen wir den Wasserturm und auch das Gaswerk blickt uns an, das im Moment den großen Erfordernissen angepasst wird. Tag und Nacht wird hier gearbeitet, denn Gas im Heim muss sein. Wieder kommt sie uns entgegen, ein lieber Mensch, sie geht weg. Ist auch ein lieber Mensch, auch wenn sie weggeht, das macht nichts. Die einen lächeln, die anderen sind ernst, denk schon an die Steuern, die er später bezahlen muss wahrscheinlich. Und wieder regnet es, wieder sind Wolken am Himmel. Und der Schuster steht vor der Tür und wartet auf besseres Wetter. Hier das Großvorunternehmen. Und sie hat einen Schirm aufgespannt, damit die Hose nicht nass wird. Jedem sein Motorrad, jedem sein Moped, jedem sein DKW. Wie sie wollen. Thank you.
Kakadu, was soll das? Ach, wir sind im Hause Reinhardt. Der Chef geht zu seiner Werkstatt hinüber und wir werfen schnell einen Blick in den Verkaufsraum. Hier stehen sie Reihe an Reihe. Mopeds, Roller, NSU und DKW. Wieder hinüber zur Werkstätte. Hier wird fachmännisch jeder Wartungsdienst ausgeführt und Reparaturen besorgt. Und die Dame des Hauses steigt in den Wagen. Steckt den Zündschlüssel ein und fährt hinweg. Jedi denkt an die Geschwindigkeitsbegrenzung. Sie fährt lieber auf dem Fahrrad. Er fährt lieber auf dem Fahrrad. Guck mal, wie er komisch schwankt. Wahrscheinlich ist er dort gewesen und hat sich eine Flasche gekauft. Bei Heidhausen, da stehen die Zigarren im Fenster, die die Hausfrauen so gern ihrem Gatten schenken. Und die Spirituosen. Sie wissen ja, wo ein Urquell steht, bleibt keiner sitzen. Oder sowas ähnliches. Sie kratzt sich am Kopf, denkt, es gibt lausige Zeiten. Und dann packen sie wieder ein. Also so lausig scheinen die Zeiten dort nicht zu werden. Wer Sorgen hat, hat auch Likör. Und die haben eine ganze Menge Likör, um die Sorgen zu vertreiben. Na, wer will da gleich zwei Flaschen haben? Nein, einer bleibt stehen, er darf nicht so viel, hat die Mutti gesagt. Und hier zum Tennisclub Rot-Weiß. Vor dem neuen Clubhaus Rot-Weiß steht eine geblümte Dame. Es war alles noch frisch gestrichen. Und dort der frisch angelegte Tennisplatz. Hier die kleinen Frischlinge, die frischen Damen, frisch vom Fröhlich Frei wird dort der Ball hin und her gespielt, nach den Regeln. Ja, es ist gar nicht so einfach, denn der Ball geht oft dorthin, wo man ihn gar nicht vermutet. Vorsicht, nicht den Pferdeschwanz zwischen Ball und Schläger kriegen. Ja, hier wird natürlich ernsthaft ausgebildet und Unterricht erteilt. Besonders eifrig ist Fräulein Ernsing hier bei der Arbeit. Ja, sie kann schon recht gut. Noch ein Ball. Und nochmal. Was ist denn da los? Was laufen die denn alle so? Scheint ja was los zu sein. Ach, Feuerwehrautos draußen? Ach, die haben wahrscheinlich Alarm. Sie denken, sie wissen noch nicht, wo es brennt, aber sie sagen, wir fahren mal los, wir werden schon finden. Und da geht es durch die Straßen wie die wilde Jagd. Sie eilen zum Einsatz. Jetzt wissen sie, wo sie hin müssen. Der Angriffsbefehl ist erteilt und dann machen die gleich ein Loch in der Straße. Dann steigen sie sich selbst aufs Dach und da haben sie schon ersten Arschlauch. Immer mehr Arschläuche kommen. Thank you.
haben Sie die Saugleitung aneinander gekoppelt. Sie verschwindet jetzt im Hydranten. Und aus dem Saugbrunnen am anderen Ende saugt jetzt gleich die Spritze das Wasser heraus. Das heißt, nein, die dürfen noch nicht saugen, erst müssen wir noch ein paar Schläuche ranmachen. Der hat extra eine Lampe mitgenommen, falls es länger dauert mit dem Löschen. Und wer A-Schlauch sagt, muss auch B-Schlauch sagen und da kommen sie mit ihren B-Schläuchen. Eine lange Leitung nach der anderen zeigen sie. Durchs brennt. Jetzt sagen Sie, Wassermarsch! Wassermarsch! Wo ist das Wasser? Wir können nichts finden. Es ist kein Wasser da. Doch, da spritzt es hoch. Und noch ein Schlauch, sagen Sie. Nee, halt, los! Erst muss noch ein Schlauch dran, dann können wir auch spritzen. Soll ja jeder mal spritzen heute, das ist ja klar. Wieder heißt es Wassermarsch und einen Druck haben die drauf, also sie haben bestimmt lange nicht gespritzt. Noch ein Schlauch. Ein Gedicht nach dem anderen. Anscheinend hat sich die Turmuhr warm gelaufen. Und das ist die Wasserorgel der Feuerwehr. Der Organist sagt, halt, wir müssen erst Verstärkung haben. Und da kommt die Verstärkung direkt aus Finkrad. Die wollen jetzt hier auch Orgel spielen. Es wird gemeldet und ihr sagt, Menschenskind, was soll es jetzt melden? Nur mal los, nicht wahr? Wir müssen Wasser haben. Dann gehen sie los. Nee, jetzt fahren sie wieder weg. Ach nee, die wollen ihr Wasser alleine für sich machen dort. Und dann gehen sie auch ran. Die sagen, was die große Spritze nicht schafft, das müssen wir dann eben mit unserer kleinen schaffen. Und dann tragen sie es raus. Haben auch eine große Geschwindigkeit da. Das ist wunderbar. Sehen Sie, haben nur ein kleines Loch gemacht. Die kommen aus Finkrad. Die Schläuche werden angeschlossen. Und man sieht es. Auch mit der kleinen Spritze kann man löschen. Wassermarsch, Schlauchmarsch. Nee, sagt er, da spiele ich nicht mehr mit. Sehen Sie? Und dann drückt das einfach zusammen aus. Aber so heiter auch für die Umstehenden eine solche Feuerwehrübung sein mag, so wollen wir nicht vergessen, dass die Männer der Freiwilligen Feuerwehr stets für uns bereitstehen, im Notfalle einzuspringen, zu helfen und zu retten. Und das wollen wir ihnen stets hoch anerkennen. Auch sie hat sich hier hochgestellt. Vor der Drogerie Grüßen wird sehr sauber gemacht. Wahrscheinlich ist da noch ein bisschen Wasser hingespritzt. Das muss jetzt wieder abgewischt werden. Aber das macht nichts. Drinnen wird schon wieder fleißig verkauft. Denn auch in dieser Drogerie hat man alles, was man eben manchmal gebrauchen muss. Sei es gegen den Schnupfen oder sei es zur Kinderernährung. Und das ist der Drogistennachwuchs. Thank you.
kommen ein paar Bastler. Aber man kann es gar nicht Bastler nennen allein, denn es herrscht so viel Fertigkeit und so viel Können steckt in diesen wunderschönen Flugmodellen, dass man hier schon von Meisteramateuren sprechen muss. Sogar richtige kleine Benzinmotoren sind darin. In den Flugzeugen natürlich. Der Sturzhelm wird aufgesetzt. Die müssen das Ding jetzt in Gang kriegen. Und da am Seil setzt sich der Vogel, der schnelle Vogel, in Bewegung. Und der Kameramann hat alle Mühe, den Vogel im Bild zu behalten. Besonderes Augenmerk wollen wir hier auch auf dieses ferngelenkte Flugzeug werfen. Hier die elektronische Apparatur, die über diese Antenne dem Flugzeug die entsprechenden Impulse vermittelt, durch die es in der Luft ferngesteuert wird. Durch einen Druck auf den Knopf hier wird das Flugzeug in die entsprechenden Richtungen bewegt oder zum Landen oder zum weiteren Steigen angeregt. Besonders gefördert wird diese Gruppe durch die Firma Plüschweberei. Und hier eine Riege junger Damen aus dem Turnverein Grefrath. Sie haben nicht nur allerlei auf dem Kasten, sondern gehen auch flott über den Kasten. Hier nun die ersten Vorübungen zum Hula Hoop. Eine Reifengymnastik der jungen Damen. Leichtathletik beim abendlichen Training.
Sie stehen unter der Leitung von Wolfgang Assauer. Und die Mädchen Nassauern. Das heißt, diese nicht. Die sind fleißig dabei. Auf ihre Art, Gymnastik zu treiben und den Körper geschmeidig zu halten. Die Gruppe der Kriegsversehrten hier bei ihren Ausgleichssportübungen, hier beim Tischtennisspiel. Der Vorsitzende der Gruppe zeigt uns hier eine Übung am Barren und es ist gut, dass Sie durch diese Übungen wieder auf einen normalen Körperstandard kommen. Eine besonders beachtenswerte Leistung ist diese Barrenübung von Ferdi Giebel. Ja, da gehört schon sehr viel Beherrschung dazu. Und die sind ein bisschen unbeherrscht, die beiden, nicht? Also, nein, das ist ja eine Kastenstaffel. Jungens gegen Mädchen. Na, wollen wir mal sehen, wer gewinnt. Natürlich die Jungs. Aber die Mädchen sind auch nicht gerade unflott. Ja, die denken sich, wir wollen ja schließlich später mal einen Führerschein machen. Aber nur im Zweisitzer. Und hier der Besenstiel-Slalom. Auch eine sehr schwierige Sache, die sehr viel Geschicklichkeit erfordert. Wenn wir mit dem Hula-Hoop aufhören demnächst, dann können wir dies als Konkurrenzsport betreiben. Das wird sehr schön im Wohnzimmer. Ja, wahrscheinlich gewinnen diesen Slalom die angehenden Hausfrauen. Sie? Ja, natürlich, nicht? Und wie sie springen. Und dann springen sie hinüber zum Stufenbarren und zeigen uns, dass sie auch da recht viel Geschick haben. Frau Bertram steht dabei, beobachtet und leistet Hilfestellung, wenn es sein muss. Und hier jetzt zur Volkshochschulenturnriege der ganz Kleinen unter dem Lehrer Dohr. Diese Kleinen sind zwischen 3 und 6 Jahren. Und das sind Übungen mit Tiefenwirkung. Hoch das Bein. Das ist eine Brücke mit 2 Kerzen. Sie üben jetzt dran, alle 4 Beine hochzuheben. Das ist eine Brücke mit 2 Kerzen. Sie üben jetzt dran, alle 4 Beine hochzuheben.
dazu gehört schon eine ganze Portion Mut, Herr Klein. Möchtest du auch? Ja, sie möchte auch, natürlich. Das sind die künftigen Trapezartisten. Sie sind jetzt schon auf der Suche nach einem Engagement beim Zirkus Sarasani. Bei denen geht natürlich alles mit Musik, ist klar. Den Takt klopft das Herz. Die wird mal Untermann. Die wird mal Untermann. Und die haben Pause. Oder haben Logenplätze. Und das ist hier nun für die Größeren, für die ganz Großen. Wir blicken jedoch zunächst auf das Ehrenmal für die Sportler und dann blicken wir hinüber, wo die Mannschaften einlaufen zum großen Länderspiel Finkrad gegen Grefrath. In der Mitte ein Schiedsrichter von internationalem Ruf, Theo Hermanns. Da stehen die Mannschaften angetreten. Siegesbewusst, ihm stehen die Haare zu Berge. Sie lächeln, sie scheinen den Sieg schon in der Tasche zu haben. Aber auch die andere Seite scheint sehr zuversichtlich zu sein. Na, vielleicht siegen die heute beide, wer weiß. Man muss sagen, es sind besonders gewichtige Spieler darunter. Jetzt ruft der Schiedsrichter die Mannschaftskapitäne. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Dann werfen sie was hoch. Hoffentlich finden sie es wieder. Ja, sie haben es gefunden. Die Seitenwahl ist getroffen worden. Ein Pfiff und schon geht's los. Da strapazieren sie die Nordkanalkampfbahn. Und da fliegt das Leder über den grünen Rasen, weil sie keinen blauen hatten. Der Schiedsrichter fliegt mit. Und man muss sagen, wunderbare Mannschaft, wie sie rangehen. Also die wären bestimmt schon längst in der Oberliga. Wären sie bestimmt schon. Wenn sie nicht ein bisschen langsam wären. Kinder ran, Kinder ran, Kinder ran. Was ist denn los? 1, 2, 3, wo ist der Ball? Der hat einen Ball. Ah, er hat einen Ball. Und jetzt gehen sie ran. Ach, Kinderschnur, geht doch mal ran. Die Leute wollen was sehen. Ja, das ist Eleganz der Bewegung. Rasenballett der Herren. Was habt ihr denn? Was ist denn los? Sucht er wieder einen Ball? Ah, da ist der Ball. Und jetzt rennt er hinterher. Und wie er rennt. Ui, ui. Er rennt hin und er rennt her. Ah, 11 Meter. Und eine wunderbare Parade und rein in den Dreck. Und Gertrud freut sich über jeden Fußballspieler, auch ein Sport. Zwar keine Bälle, aber Kugeln. Der richtige Sport für richtige Männer. Wieso? Das ist ja Damenmäntel. Eine Damenhandtasche. Was ist denn da los? Muss doch was los sein. Ach du liebe Zeit, ein Damenkegelclub. Aber das, wenn wir richtig sehen, das sind ja die Damen vom Musikverein. Alles Hausfrauen. Meine Damen. Und jetzt gehen sie ran. Jetzt schieben sie eine ruhige Kugel, aber so eine ruhige Kugel schieben die gar nicht. Schon geht's rein.
Ja, Else, die kann's. Und die Martha, die sie schiebt. Na? Na bitte, 5 Holz. Nochmal. Ein harter Kampf entbrennt auf der Bahn. Na, 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 Hanna, nun zeigst du denen mal, was du kannst. Ja, alle 9. Und die Hanna schlägt die Hände vom Kopf zusammen. Mensch, das kostet eine Runde, sagt sie. Und dann geht's eben Runde. Dann geht's rund. Alles greift wieder zu. Ja. Was machen? Was machen während dieser Zeit die Männer nur? Na bitte, die müssen jetzt die Hausarbeit verrichten. Extra ein Kochkursus ist eingerichtet worden dafür. Ja, sagt er, lieber ein Ei zu viel als zu wenig. Ja, man kann sehen, es ist doch allerlei schon fertig, aber sie kochen immer weiter. Und der Gerhard, was hat denn der für eine Mütze auf? Der kann sich auch nie anpassen. Das ist was für... Ach, das ist der Oberkoch vielleicht. Schönen Kohl. Tja, und wenn man so nette Damen da hat, die einen anleiten, da wäscht man auch gern Geschirr ab. Man sieht, sie haben sich wirklich sehr gute Fähigkeiten dort erworben. Sie gehen auch gern hin. Deswegen. Aber damit nicht genug. Sie wollen vollkommene Hausmänner werden. Und dann muss man auch mit Nadel und Faden und mit der Wolle umgehen können. Oben in der Nähschule des Laurentiushauses werden sie auch in Bestricken ausgebildet. Der Vorsitzende sitzt vor der Nähmaschine. Und dann geht's auf Kommando. Na, der muss es ja können, nicht? Arnold, das ist der Genius des Musikvereins. Aber noch einmal wollen wir zum Rathaus hinübergehen und kommen hier gerade zurecht zu einer Ratssitzung. Herr Bürgermeister Strucken führt den Vorsitz. Es geht diesmal nicht um allzu ernste Probleme, im Gegenteil, man will dem Gräfrather Musikverein eine Freude machen und ihm zu seinem 75-jährigen Bestehen einen Schellenbaum überreichen. Die einzige Dame hat Kopfschmerzen bekommen wahrscheinlich, bei so viel Herren. Und da steht der Schellenbaum. Willi Wefers darf ihn nun aus der Hand des Bürgermeisters in Empfang nehmen.
voller Freude trägt man ihn dann am Abend nach draußen, wo schon die Mitglieder des Vereins, die Mitglieder der Kapelle, die Musikanten zusammenstehen und darauf warten, dass sie nun zum ersten Mal unter der Führung ihres Schellenbaumes durch die Straßen Grefraths ziehen können. Und da kommen sie schon an. Die Feuerwehr gibt ihnen das Ehrengeleit und vorneweg marschiert der Musikmeister, Textilfabrikant, Filmregisseur, Versicherungsvertreter und Kapellmeister mit seinem Zauberstab, mit dem er die schönsten Weisen seinen Musikanten zu entlocken versteht. In den Fenstern, auf der Straße, überall stehen die Einwohner Grefraths, warten, bis der Zug vorüberkommt mit dem schönen, blinkenden Schellenbaum. Schmückt sich der Ort zum Fest, zum Jubelfest des Musikvereins. Die Glocken läuten zum Kirchgang, zum Festgottesdienst, und da kommt der Musikverein, um jetzt den Weg zur Kirche anzutreten. Die Feuerwehrkapelle ist natürlich auch mit dem Zug, und wieder stehen am Straßenrand die Einwohner, die mit dem Verein zusammen dieses Fest erleben wollen und die nun alle der schönen alten Kirche Grefraths zustreben. So betritt man jetzt die Kirche. Und einer muss natürlich der Letzte sein. Aber auch hier blicken wir uns einmal in der Kirche um und zum Gesang des Kirchenchores wollen wir unsere Blicke umherschweifen lassen. Wir sehen eine sitzende Madonna aus dem Mittelalter. Es ist ein wertvolles, kostbares Stück, ebenso wie dieser Marienaltar. Der nur an Festtagen voll auseinandergeklappt wird. Und hier der Schutzpatron der Kirche, der heilige Sankt Laurentius. Er steht in der Sakristei, ebenso wie diese Kirchenschätze dort aufbewahrt werden. Alljährlich zieht auch
die Laurentius-Prozession durch den Ort. Sie ist der Höhepunkt für die Kirchweihfeier. An diesem Tage erschallt besonders inbrünstig das Lied vom heiligen Laurentius. So ziehen sie dorthin, im Schmuck die Vereine. Die Messdiener und die Statue des heiligen Laurentius wird mit in der Prozession geführt. Eine Abordnung der Reiter, der Kolpingsverein, sie alle ziehen nun auf ihrem feierlichen Wege durch den Ort. Erst nach dieser Prozession beginnt dann die Kirmes. Organist Michael Wilde intoniert das Laurentiuslied auf der Orgel der Kirche. So viele Menschen sah Grefrath wohl kaum bei einem Vereinsfest auf den Beinen. Und nach dem Festgottesdienst strömt alles hin zum Festzelt, zum fröhlichen Umtrunk, zum Frühschoppen. Und da haben sie alle Hände voll zu tun, um die Gläser zu füllen und die vielen durstigen Kehlen zufriedenzustellen. Der Festausschuss hat sich auch nun einmal einen Augenblick der Ruhe gegönnt nach all den vielen Vorbereitungen, die zu diesem großzügig angelegten Fest notwendig waren. Denn es war ja nicht nur ein Fest für den Musikverein, sondern ein Fest des gesamten Ortes Grefrath, das ja vor allen Dingen zur Freude der Einwohnerschaft gefeiert werden sollte. An diesem Morgen fanden dann auch die vielen Konzerte statt, genau wie wir jetzt hier unseren Musikverein Grefrath bei seiner Darbietung sehen können. Aber dann haben sich die Vereinigungen zusammengestellt zum großen Festzug, zum Höhepunkt dieses Tages, den hier der Reiterverein an der Spitze anführt, der die vielen örtlichen Vereine
geschlossen zeigte, zusammen mit den vielen Gästen aus der Umgebung, aus der Nachbarschaft und sogar aus dem benachbarten Holland, aus Venlo. Die Sportjugend, die Sportler aus Grefrath ziehen an uns vorüber. Dann der Festausschuss feierlich im Hohen Hut. Der Liederkranz, der Gesangverein. Fröhlich ziehen die Sänger an uns vorüber. Da die Venloer. Der katholische Gesellenverein, der Kolping, und hier der Musikverein aus Joch. Da hinten die Grefrather Schützen in ihren schmucken Uniformen mit den flatternden Federbüschen. Der Schützenkönig zog vorüber. Noch einmal der Festausschuss. 75 Jahre Musikverein Grefrath. Es ist zwar nicht der älteste Verein im Ort, aber er hat sein Jubelfest schön und würdig gefeiert. Dafür ist er allerdings, das darf man nicht vergessen, der älteste Musikverein weit und breit. Und da aus der Vogelperspektive der alte Markt mit den vielen Menschen, die nun darauf warten, dass der Zug vorüberziehen möge. Plötzlich merken sie, dass der Zug eine andere Richtung nimmt als ursprünglich vorgesehen, und da strömt alles zusammen, um sich an den Rändern des Weges aufzustellen, den der Zug nimmt, um zuzusehen und dabei zu sein. Sie erleben, ja, wie schon gesagt, ihr eigenes Grefrather Fest. Hören wir den Grefrather Musikverein mit seinem Marsch. Und wie der Titel in alter Frische heißt, so ziehen sie in alter Frische vorüber, Verein um Verein, Gast um Gast, vorbei an den Menschen, denen dieser Zug viel Freude machte.
zogen sie durch die Straßen. Und so standen die Menschen und schauten zu, die Einwohner Grefras. Und wenn wir in die Gesichter dieser Einwohner und dieser Menschen an der Straße, vor den Häusern, in den Fenstern, an diesem Tag hineingeblickt haben, dann war es immer, als ob ein Lächeln in ihren Zügen war, das zu verraten schien oder das uns zu sagen schien, ja, schaut uns nur an. So sind wir, so geht es zu bei uns zu Haus, so geht es zu bei uns in Grefrath.